Topfgucker TV empfiehlt. Heute zeige ich Ihnen unseren Mühlenklassiker Kassler Brotteig. So, hier hätten wir unser Roggenmehl und unser Weizenmehl. Beides tun wir jetzt miteinander vermengen. Jetzt geben wir das Salz hinzu. Sesam. Den Leinsamen. Dann haben wir hier unser Wasser und unsere frische Hefe. Die lösen wir hier drin auf. Das Wasser muss lauwarm sein, nicht heiß, nicht kalt. Das Wasser soll sehr lauwarm sein, dass die Hefe ordentlich gehen kann. Nun geben wir das Wasser hinzu mit der gelösten Hefe. Und noch einen kleinen Schluck Olivenöl. Alle Zutaten verkneten wir jetzt zum Teig. Das Olivenöl geben wir in den Teig, damit er geschmeidiger wird. Diese Rezeptur für diesen Teig reicht für 5 Personen. Und die Zubereitungsdauer des Teiges sind ca. 2 bis 5 Minuten. Aber man muss die Teigruhe beachten von mindestens einer Stunde bei Zimmertemperatur. Den Teig, wie gesagt, stellen wir jetzt bei Zimmertemperatur hin, decken ihn ab und lassen ihn gehen. So, der Teig ist jetzt eine Stunde gegangen, ist wunderbar gequollen. Jetzt lösen wir ihn raus und portionieren ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche. Den Teig, den wir haben, ist geknackt für 5 Personen, also machen wir ungefähr 5 gleich große Teigstücke. Nun müssen wir den Teig ausrollen. Nun schlagen wir unseren Kassler ein. Empfehlen tun sich ca. 180 Gramm Kassler. Und fertig. Nun nehmen wir unseren fertigen Kassler und Brotteig und backen den ca. 50 Minuten bei 170 Grad im Ofen. Und achten Sie darauf, dass der Ofen vorgeheizt ist. Wir nutzen die Backzeit dazu, unseren Teller vorzubereiten, indem wir einen frischen Salat, Sauerkraut, Senf und Meerrettich anrichten. Wunderbar. Nun nehmen wir unseren Kassler und Brotteig und tun ihn portionieren. Und fertig ist unser Kassler und Brotteig. Und viel Spaß beim Nachbacken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.